Hallihallo, Hallöchen, Freunde. Ich bin Skiddy und heute melde ich mich mit einem weiteren Plugin. Und zwar geht es um NoSpawn. NoSpawn ist ein Plugin, mit dem man verschiedene Mobs, die man jetzt nicht auf seinem Server haben will, keine Ahnung, Creeper oder Enderman, was weiß ich, mit denen kann man das ganz einfach ausschalten, dass die spawnen können und ja. Als erstes downloaden wir uns das Ganze. Download. Und dann nochmal auf Download. Dann wird das Ganze gedownloadet. Freue mich. Habe ich schon. Zieht euch das mal auf den Desktop und dann geht ihr in unseren schon, sage ich schon, in euren Server rein. Das ist jetzt meiner. Ich werde diesen Server, den werde ich fertigstellen und mal komplett konfigurieren, dass ihr so einen Grundserver habt. Und das, den stelle ich dann zum Download zur Verfügung. Da haben die Plugins sind schon alle eingestellt. Könnt ihr dann benutzen, wie ihr wollt. Ja. So, dann geht ihr in den Plugins-Ordner und zieht NoSpawn da rein. Und dann startet ihr einfach mal den Server. Dann wäre das auch schon mit der Installation gewesen. Ja, er lädt, er lädt, er lädt und sollte gleich fertig sein. Und zwar jetzt. So, wollen wir mal gucken. Ich habe auch eben schon irgendwo NoSpawn gesehen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, okay, ist okay. Ja, okay. Macht nichts. Es wird sich ein Ordner bei euch gebildet haben, hier. Und in den geht ihr jetzt einfach mal rein und guckt, da ist eine Config. Die öffnen wir mal mit Notepad++. Ich habe das schon so eingestellt, dass der Textdateien immer mit Notepad++ öffnet, also Windows-Textdateien. So. Das ist gar nicht mal so schwer, das einzustellen. Ja, hier ist die Version, die ist vollkommen egal. Hier sieht man die Welten. Ich habe jetzt die Welt Mr. Born to Craft. Bei euch müsste das, keine Ahnung, Welt sein oder World oder keine Ahnung. Und hier werden dann, falls ihr mehrere Welten habt, werden hier auch mehrere Welten stehen. Also wird das hier öfters hier stehen und dann halt mit einem anderen Weltennamen hier vor. So, und dann könnt ihr für diese Welt einstellen, was dort spawnen darf. Hier zum Beispiel Creature wäre einmal der Creeper. Darf er spawnen? True oder False? Wenn auf True steht, darf er spawnen. Auf False darf er nicht spawnen. Block Blacklist kann man so lassen. Und das Limit, das zeigt an, also wenn man es jetzt auf True hat, dass sie spawnen dürfen, kann man mit dem Limit einstellen, wie viele maximal spawnen dürfen. Also zum Beispiel für die ganze Welt dürfen maximal 10 Creeper sein, zum Beispiel. Und das gleiche geht dann auch mit Chicken, Sheep, Ocelot, all das eben. Nach diesem Schema müsst ihr das dann einstellen, also ob er spawnen soll, true oder false. Und dann Limit. Beim Limit 0, das heißt nicht, dass keiner spawnen darf, sondern dass unendlich spawnen dürfen. Und bei Limit 1 wird es dann zählt es dann. Er könnte es, wenn ihr auf Nummer ganz, ganz sicher gehen wollt, könnt ihr natürlich irgendeine Fantasiezahl eingeben, wie zum Beispiel die hier. Die würde kein Mensch lesen, ich glaube, so viel würde auch nicht spawnen. Ja, das Ganze geht dann auch runter, da sind auch die Nether-Monster, wie zum Beispiel Blaze mit eingeschlossen. Und wenn man das hier dann alles eingestellt habt, nach Belieben, dann kommen ja auch einmal die Properties, mit denen kann man einstellen. Total Mob Limit, also wie viele Mobs insgesamt spawnen dürfen, also alle diese Monster zusammengezählt. Es dürfen meinetwegen nur von allen möglichen Mobs nur 500 in der ganzen Welt existieren. Das kann man dann hier einstellen. Und Global Block Blacklist kann man auch so lassen. Und wie gesagt, hier sieht man noch eine weitere Welt, Minecraft, Mr. Bontocraft, Nether. Und hier unten wird man auch noch, wenn man noch weiter runter geht, Mr. Born to Craft The End sehen. Das sieht dann bei jedem genau gleich aus. Hier unten ist nochmal die generellen Properties. Und zwar Refresh Timer, wie oft das refresh wird. Also wenn man da jetzt was während des Server läuft umstellt, wird das nach so und so vielen Sekunden wieder refreshed. Also dann wird das Plugin nur geladen. Und Use Bucket Permissions, das braucht man nur, wenn man jetzt Befehle benutzt, aber für dieses Plugin braucht man eigentlich keine Befehle. Wenn man diese haben möchte,
dann geht man auf die Seite und dann wird hier irgendwo auch ein Link sein. Ja, hier sind die Kommandos. Die sind aber total unwichtig, weil wenn man das einmal einstellt, dann sollte das okay sein. Und die Konsole wird in die Konsole gehen, ist eigentlich noch einfach noch schneller als so, das so zu machen. Ja. Sendmatrix kann man auch auf True lassen. Das war auch schon das Plugin. Es war eine kurze Version, geht ganz schnell. Dann würde ich mich verabschieden. Also erstmal speichern natürlich, ist ja logisch. Dann wieder den Server starten und dann hätte es alles gespeichert. So. Das war's von mir und ich verabschiede mich für heute und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Plugin bzw. Mod. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, wird mich und auch Marc freuen. Und dann, ja, adieu, meine Freunde.